So, Freunde der Sonne. Alle schon ein bisschen durchgeschwitzt. Ich zeig mich jetzt mal nicht. Wir haben jetzt hier hinten den Schaltachim, wo Charlie da drin hängt. Die Kamera, Stativ haben wir im Sack. Den Schaltachim da gelöst, dass wir das Getriebe dann demnächst endlich mal rausholen können. Ja, der liegt hier vorm Auto. Hier, Chef. Ja. Das heißt, es wird jetzt bald spannend. Dann haben wir Phase 1 von 20 schon abgeschlossen. Ich gar nicht wissen, naja, Phase 1 ist raus. Phase 2 ist rein. Wir haben es 14 Uhr. Guck mal, da ist es doch schon. Der hat was abmontiert. Das habe ich irgendwo noch mal in neu liegen, glaube ich. Das sollte der eigentlich damals auch einbauen. Ist so noch gut. Ja, lass mich, mir ist das egal. Ich will mich jetzt wieder da in 2 Monaten da wieder ran müssen an den Käse. So, nu? Ja, das muss ja die Tachowelle gelöst werden, der Freilauf. Genau, die. Der Batterie-Minuspol oder das nehmen wir so mit raus, weiß ich nicht. Die Masseverbindung abfangen, genau. Und dann unten den Getriebehalter. Obwohl man den eigentlich neu machen sollte, wenn man das schon draußen hat. Das ist doch ein guter Arne. Wir können ja vergleichen, ob der besser ist oder der. Charlie, hier muss jetzt schnell gehen, wir hatten das Thema schon. Gibt's wieder Hate für mich. So, naja, denn ja. Wo, wie, mit wem? Wo ist denn der Schlitzraumdreher, den ich gerade hatte? Jo, kennst du das? Die Tachowelle hier, Alter, das sieht ja da aus, ey. Alter, Schmand, die war. Mhm. Dabei sagen sie immer, machen fett nicht sparsam. Ich würde sagen, wenn wir das alles hier abpulen, das müsst ihr euch ja jetzt nicht mit angucken, da seht ihr sowieso nicht viel. Wir melden uns dann mal zurück, wenn wir das Getriebe rausheben. Genau. Oder irgendwas Interessantes da noch. Oder irgendwas Interessantes da noch abbauen und dann geht's für euch weiter. Außerdem müssen wir mal die GoPros hier abkühlen, weil es ist zu heiß. Ey, du hast meinen Kennzeichenhalter kaputt gemacht, du Lulli. Gar nicht. Nur doch, das war eben noch nicht. Das hängt schon die ganze Zeit. Nein, so. Auf gar keinen Fall. Doch, das hängt die ganze Zeit schon so. Charlie, hörst du auf jetzt? Guck auf die Videos. Guck auf die Videos. Videobeweis, ne? So, Freunde, der Angelo hat alles lose geschraubt. Das heißt, das kann jetzt raus. Warte mal, ich muss jetzt mal bei dem anderen probieren. Ja, ich habe nicht alles alleine lose geschraubt. Die meiste Vorarbeit hat Charlie wieder mal gemacht, obwohl er eigentlich mal bloß zugucken will, sagt er. Boah, dafür sind wir ihm ja auch dankbar, dass er da so fleißig mal mitschraubt. Vielleicht macht er ja gerne. Weil ich will doch noch was zu essen dafür bestimmt. So. Zu zweit oder was? Ich muss mit links machen, mit links habe ich nicht so viel Kraft. Ja, ich müsste jetzt, wenn ich das wahrscheinlich jetzt hier mal mit hier vorne hochheben und es vorziehen, fällt es erstmal hinten runter. Uff. Das macht ja nichts. Ist ja eh kaputt. Hinten ist die schwere Seite. Muss bloß. Ich hoffe, man sieht jetzt was hier, Freunde, in der Sonne. Ja, Sonne sieht man auf jeden Fall. Hast du die Finger am wenigsten draußen gehabt? Ja. Weil das jetzt sonst böse Auer machen kann. Ich hab ja hier gehaft. Achso. Ja, das sah so aus. Kommt hier den Daumen da so. Ich hatte hier gehaft. Du hattest da so gehaft. So, warte mal, ich krieg mal das hier. Wie hochkriegen. Hier hängt noch irgendwas, hier ist es lose. Der Getriebelagerbock ist kaputt, der ist in der Mitte durchgebrochen. Ah, siehst du? Ey, cool. Gut, dass das andere Getriebe den ganzen dran hat. Der hat ja neben schon rum hier. Mann, sag mal. Der Getriebelagerbock ist kaputt, hat Charlie gesagt, falls es nicht gehört hat. Wir kriegen das jetzt hoch, das hängt immer noch an der scheiß Abschleppöse. Das hängt das Glau verkeilt da drin. Charlie muss das irgendwie auf die andere Seite unten drehen. Ein Stück gedreht. Willst du das da? Ja, jetzt, ja. Irgendwas ist abgefallen. Irgendwas ist mir an, oder Werkzeug, keine Ahnung. Also ich muss das jetzt rausziehen, richtig? Ich mach da keine Kraft, ey. Ich bin mal so fertig, Alter. Hast du scheiße geschlafen? Ja, ich auch, seit 2 Wochen. So, 1. 2, 3. Oh ja, super. Das hängt irgendwo unten. Wir haben es wieder neben links. Genau. Ja. Wunderbar, warte, ich kann jetzt hier. Ich packe Getriebe. Alter, sieht das scheiße und ekelhaft aus. Ich schmeiße den Dreck. Boah. Alter, das ist doch wirklich hier. Siehst du, das macht er nämlich auch. Klapper, klapper und lässt sich manchmal dann auch kacke schalten. Oh, warte, großer, muss los. Und hast du auch übelst Ruckeln beim Fahren, denn, ne? Ich hätte keinen Ruckeln. Ich weiß nicht, was da los war. Ich hab das, also, wenn ihr so wie ihr es beschreibt, hatte ich das alles nicht. Da ist kaputt.
Hier ist er voll kaputt hier, Alter. Ey, der ist noch gut, der hält aber 100.000 Kilometer. Gut, dann ist ja die Frage geklärt, welchen Getriebebock wir jetzt nehmen. Ja. Welcher besser in Schuss ist. Boah Gott. Den kannst du schweißen. Oh, ich bin, theoretisch ja, aber ich bin voll eingesaut jetzt. Aber der Gummi hat ja auch angefangen, sich abzulösen. Ja, okay, dann ist der Müll. Weg den Klaus. Der ist einmal Müll. So, dann das neue Getriebe, würde ich sagen. Ja, können wir das eigentlich gleich rumstopfen, oder? Ich würde ja mehr jetzt die Auflagefläche hinten sauber machen, wo der Getriebelager mal gewinnt. Ist sauber. Nee, das ist wichtig, da liegt es ja okay. Flach auf. Okay. Ja, wenn da der Dreck dazwischen ist, dann ist es doof. Nicht ja, ist ja okay, alles gut. Da ist mehr wie Sand zwischen. Da ist ja selbst ein ganzes Vogelnest an der Stelle. Doch! Vogelnest, ich hab's ja gesehen. Okay, die haben es da hinten. Ich habe das damals bei mir auch gleich noch neu lackiert, die Stelle. Hast du gehört? Ja, du baust ja auch bei dir zu Hause, Charlie. Da ist es ja nicht schlimm, wenn das Auto dann noch zwei Tage aufgebockt draußen steht. Wenn du jetzt einen Handfeger hättest, dann hätten wir das ja auch machen können. Aber ich hab noch lackiert. Du solltest ja eigentlich auch Pinsel mitbringen. Hast du denn gemacht? Ja, wo soll ich den her? Ja, schön um die andere. Das habe ich dir gestern extra auf Arbeit gesagt. Oh, na super. Warte, das hat? Schön den ganzen Sand in die andere Zelle geschmissen. Kommt denn hier noch? Das hört ja gar nicht auf. Das ist Sand von 30 Jahren DDR. So. So. Da ist der neue Klaus. So, na gut. Wir machen jetzt noch ein bisschen Reinigungsklaus. Müssen da den Schalteugen wieder abmachen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. So, Freunde der Sonne, wir haben das neue alte Getriebe vorbereitet. Und jetzt musst du irgendwie den Weg ja da reinfinden. Jo. Frage ist jetzt wie? Na, so wird halt rausgeholt haben, so. Ich hab das gleich gerade rein damals bei mir. Da habe ich mich hier reingestellt und hab das da reingehieft. Wie willst du dich da reinstellen? Das ist ein Auspuff wie ich. Ja doch, hier so das Bein durch und so, dann stand ich hier so drinne. Ich weiß nicht, irgendwie so halt gemacht. Okay. Dann hab ich das alleine da reingestellt. Aber ich hätte dann so, wenn man das so erinnert, ich gesagt, ich lege mich da hier hinter und heb's hier hinten. Ja, jetzt sind wir ja zu dritt. Ich war alleine. Ja, wenn es dir nicht gut geht, du brauchst jetzt erstmal nicht, wie gesagt, du gibst Anweisungen. Du guckst und sagst, wo wir klemmen, wo wir hin müssen. Und man muss sich den schweren Scheiß eigentlich immer heben hier. Schön über die Schuhstange. Kratz, kratz. Dann ist das so. Aber mit. Wie gesagt, warum? Ne? Weil es sein Auto ist. Wenn jetzt fahren, baust du bei mir jetzt nicht aus? Nee, das geht sein, ich muss arbeiten. wie soll ich das jetzt hier? Ob ihr da schon irgendwie ran nehmt, ne? Ich bin hier schon so ein bisschen drin hier. Aua! Oh, das war der Spurstangkopf. Und der Spurstangkopf ist gegen meinen Spurstangkopf. 6 Wochen. Ja, schieb das einfach mal nur, dann schieb das. Ich halte das hier oben fest. Ich schiebe das hier vor. Jetzt kommst du hier hinschauen. Ja. Achtung, eure Fauden. Du musst nur mit Abschleppöse hier aufpassen, Charlie. Ich hab's alles gut. Fahren wir jetzt erstmal hier an dieser Öse vorbei wieder. Warte. Sind wir da an der Bremsleitung dran hier oben oder was das da ist? Sag mal, wir sind hier irgendwo, hier ist irgendwas im Weg. Wissen Sie, wie das da heißt? Machen wir mal jetzt gerade. Ja, jetzt so lassen wir jetzt einfach nur schieben. Da hängt irgendwas im Weg rum, dieser Schaltklaus Eugenius. Na, ist er schon da, wo den soll? Bist du sicher? Ja. Hinten liegt schon rum. Echt? Wir sollen nur gucken, dass wir jetzt irgendwie mal diese, aber die Schrauben hinten angesetzt kriegen. Oh. Aber es liegt jetzt auf dieser Abschleppöse hier wieder drauf. Ja, das kommt ja nachher hoch, damit dann die Abschleppwände sind. Aha. Das ist jetzt schon bis hinten durch, ja? Ja, das liegt schon drauf. Echt? Krass. Ich hab gerade erst angefangen. Ja, voll so schnell tauscht man hier ein Getriebe. 3 Stunden. Ey, bei euch auf dem Video dauert alles bloß eine halbe Stunde, sind wir fertig hier. Ja, aber in Wirklichkeit sitzen wir schon seit 3 Tagen hier. War es gar nicht kaputt. Genau. Nicht? Nee. Also das machen wir bloß so als Tutorial-Video.
Ja, weil ich auch die besten Tutorial-Videos machen kann. Ja, ja. Deswegen. Mit meinem gefährlichen Halbwissen. Oh, guck mal, hier ist eine Rahmennummer. Irgendwas mit 912 am Ende. Hat er das hier hoch? Nö. Naja, schade, macht ja nichts. Das ist auch eine Karosserienummer. Ach so, Entschuldigung. Sag Bescheid, wenn ich da hinten die Schraubenrinnen machen kann. Ach so, okay. Ich hab da nur direkt abgekratzt, dann kann ich sagen, ich hab gemacht. Ganz vieles Mühe zart vorziehen. Mikro mehr, oder? Mikro mehr, oder? Sag mal, bin ich zu blöd dafür oder was? Das gibt's doch nicht. Was denn? Ich krieg die zwei Schrauben dort nicht angesetzt. Ich hab in meinem 1.3 habe ich auch so eine Batterie-Pull-Abdeckung jetzt. Weil ich mich hier nicht durch die scheiß Europaletten nicht richtig hinlegen kann. Und wer hat denn eine Charlie da rausbekommen vorhin? Was? Den Schrauber habe ich rausgekriegt. Soll ich irgendwie das. Vielleicht sitzt das nicht richtig mit den Löchern überein. Ja, irgendwie so, aber ich kann dir halt auch nicht sagen, wohin oder so, weil ich das nicht sehe. Warum kannst du das nicht sehen? Weil ich mich hier nicht drunter legen kann. Warte mal. Willst du sagen, du bist zu fett? Nee. Ich kann das nicht lange so halten, Angelo. Die Europaletten sind einfach. Ja, dann nach hinten schieben sie es hinten. Vielleicht willst du ein Stück nach vorne. Nee, schieb mal weiter rein. Kann ich nicht weiter. Ne? 20. Wie soll ich das da reinschieben? Alter, hier ist alles voller Fett an der Spitze. Oh, das ist zu weit, zu weit. So. Warte. Und jetzt hoch. So? Nee, das ist wieder zu weit. Jetzt einfach nach oben drücken. Ich drück nach oben. Ich hab irgendwelchen Scheiß an der Nase, das nervt mich gerade. Nee, irgendwelche Fusseln von diesen Handschuhen. Was soll ich denn jetzt machen? Aber hier ist ja, jetzt schmeißen wir die Antriebswärme rein, bauen links rechts so zusammen, dann hauen wir den Motor rein, dann sind wir schon durch. Aber hier ist die Ventilleitung oder was undicht, ne? Ja doch, das ist die Ventilleitung, ja. Nicht so Spritverbrauch, weil ich mir schon gerade so viel Benzin verbraucht. Ja, aber ohne Scheiß jetzt, ne? Das ist nass hier. Na, riechst du nach Benzin? Ach nee, das sieht nur so aus. Okay, ich hab jetzt das. Einer dieser komischen Poli für den Rückwärtsgang ist hier mit diesem Bremsleitungsklaus hier ganz schön. Und ich glaube, wir haben den hier verbogen, wenn ich mich nicht täusche. Hast du den Kontakt da? Nee, die ganze Leitung haben wir, glaube ich, verbogen. So, machen wir die neu. Die hier oder was? Ja. Das guckt Charlie mal von hier vorne, sieht das besser. Das ist ja auch. das ist ja blöd, was wir hier haben. Jetzt weißt du auch vom links auch, das geht nicht weiter rüber. Guck mal, die Bremsleitung hängt jetzt genau zwischen die beiden Polen. Ja, ich habe gesagt. Und das Rohr und das, die Leitung ist jetzt verbogen. Gut, aber da können wir ja zur Not, wenn nicht, verbiegen wir den Kontakter jetzt, dass das Getriebe wieder rüberkommt. Oh. Und dann können wir ja den Rückfahrschalter ausbauen und den aus deinem Getriebe nehmen. Und wieder einsetzen. Naja, mein Gott. Oder wir lassen das einfach so. Fahrt ja das gesagt. Das kommt ja nachher hoch und drückt sich ja dann hier rüber. So. Oh, was haben wir denn hier gemacht? Antriebswellen drin? Zack. Nee, wir haben den Freilauf hier eingeklemmt. Das ist das Seil. Oh. Achso, ich habe ja so jetzt Triebwerk oben rum. Soll ich es wieder runterlassen? So, das müssen wir erst noch. So, jetzt. Aber erst seht ihr nur, ich fusch hier immer. Ich gibt zwar noch einen. Es fuscht keiner. Das ist. Oh, jetzt ist die andere Latte abgefallen. Ne? Aber ist nicht schlimm. Wenn ich schon Latte. Die in der Hand habe. Oh. Das ist jetzt eine von deinen Antriebswellen, die brauchen wir dann die Anbindung. Ja, und dann haben wir ja bloß die hier. So. Kein Bock mehr auf Film gerade, ne? Das habt ihr jetzt alle nicht gehört. Jetzt kommt die Phase, wo es langsam anstrengend wird. Ja, aber guck mal, jetzt ist schon wieder ein Ende in Sicht, ja? Wir sind beim Zusammenbauen. Hast du schon wieder gefettfingert? Ja, mit meiner Fettnase. So, was geht jetzt hier nur ab? Na, jetzt würde ich erstmal hier den Kabel abknipsen und die Tüte aufmachen. Dann müssen wir das ja gucken, wie das aussieht da drinnen. Dann können wir das gleich mit Fett vollstopfen. Genau, ich habe hier nur eine rostige Knipperzange. Ja, ist so, wo es reicht. Warum auch immer die rostig ist. Das ist schlecht. Das war ganz schlecht. Oder wir nehmen den Tripodenstern von der hier. Guck mal, der ist noch gut. Den können wir auch machen. Ich halte es jetzt mal so, dass die nicht runterflutschen. Hast du den Tripodenstern fallen gelassen? Der ist hier runtergerutscht und liegt im Dreck, ja.
Aber die Nadeln sind ja noch alle dran, so fettig wie das ist. Ja, siehst du, da musst du den noch jetzt so sauber machen. Wir können auch den hier nehmen, der ist doch gut. Das glaube ich von, glaube, das war ein neuer von dir. Ja, aber der ist doch auch gut. Bist du sicher? Ja, wenn auch alles dran ist, müssen wir den jetzt nur sauber machen. Und wenn nicht mehr alle Nadeln dran sind? Doch, die sind doch alle dran. Ah, komm, scheiß drauf. Also mir wäre der hier lieber. Ja, dann ist ja der Bus runterziehen, ne? Naja. Nee, du musst dann Sprengung lösen, musst jetzt erstmal sauber machen. Ja, gut, okay. Deswegen. Du musst die ja nicht wegschmeißen, wir müssen da mal bloß noch jemanden Manschette. Na, die kriegst du jetzt erstmal mit, dachte ich. Dann hast du Ersatz. Wir tauschen jetzt einfach nur, das Kaputte gegen das Gute. Trotzdem schreibe ich dir eine Rechnung. Echt? Gib mal deine Schmandbeutel hier. Was hast du da echt? Dazu muss ich mich auf meinen... Das ist uncool, was er hier gemacht hat. Ich kann nicht mal meinen Hocker nehmen, weil er das Stativ da durchgestellt hat. Ne? Hä? Geil. So, Kinder, das ist die neue gebrauchte Antriebswelle. Und die brauchen jetzt mal ein bisschen Fett. Dann machen wir das jetzt hier. Charlie, kannst du den. kannst du ihn führen? Guck mal, da kommt Fett. Guck mal, da kommt erstmal noch anderes Fett raus, ja. Alter! Da kommt irgendwie jetzt Samst, ne? Da war halt auseinandergebaut, alles, da ist Luft drin. Wie viel? Das ist doch jetzt verarsche. Hast du den Deckel dann wieder drauf? Ja. Gut, okay. Ja, nee, ist richtig, der muss ja. Hä? Gut, dann musst du es wahrscheinlich doch so drin drücken. Ja, hier ist Fett drin, ja, bevor ihr euch jetzt wundert. Was ist denn für eine komische Fettpresse? Habe ich mich auch schon immer. Normalerweise hast du so ein Dings, was dann hinten. Nee, es ist so eine komische Anlage. Nee, so eine habe ich auch, aber. Meine dreht man, schraubt man ja so rein mit so einem Gewinde. Habe ich die vielleicht falsch rum reingemacht, die Kartusche? Ich spuck mich das Ding hier an, spuck ich dich an. Machen wir nochmal auf, jetzt habe ich die Kartusche falsch rum reingedreht. Aber geht ja nicht, aber der Deckel unten nicht passen, oder? Doch, der passt trotzdem. Also kann man die falsch reindrehen? Genau, das meine ich ja. Ich habe eine, die schraubt man hier ein. Und das ist bei der hier nicht. Das ist eine komische andere. Deswegen, die ist völlig falsch für diese Fettpresse. Achso, noch die Kartusche da nicht hin. Ja genau, die Kartusche ist nicht für diese Fettpresse gedacht. Achso, schade. Deswegen passt das. Naja, denn mit dem Schraubenzieher rausgehobelt da und hier drin gehobelt. Deswegen passiert hier auch nichts. Naja, schade. Hätte ja klappen können, Versuch 1024. Wie kriegt denn jetzt diese Fettpresse hier raus? Nach oben rausziehen. Den Deckel abmachen und dann. Ja, pass auf, das ziehen ihr hier noch. Danke. Wenn die jetzt in Dreck fällt, haben wir ein Problem. Wir? Du? Ja, ich war schon wieder nett, ich weiß. Kann man sich nicht einfach so rinquetschen? Muss ja nur passen, dass es hinten hier rausploppt. Macht's auch schon. So, und jetzt? Wie muss denn da drin? Mach voll. Immer voll. So, kein Bier. Mach du, jetzt ist hinten rausgespappt. Ich habe übrigens meine Hose umgezogen, ne? Ja, von hell in dunkel. Und keiner hat's gemerkt. Die alle haben es gemerkt, wir wollten bloß nicht sagen. Echt? Nee, habt ihr nicht. Na doch. Aber ich weiß ja nicht, warum du jetzt die dunkle angezogen hast. Die helle war da eh schon eingesaut. Ja, aber die ist für Dreckarbeiten. Ich dachte, meine wird nicht dreckig, aber naja. Du bist mit deiner anderen Hose schon dreckig hergekommen. Kannst du das mal mit dem Schrauben irgendwie abmachen, Charlie? Das macht sie sonst hier doof. Fahrzeug abmachen. Hier Fett da drin. Von oben nach unten wischen. Aus der Presse in die... Mehr können wir nicht machen, sonst reicht es für die anderen nicht mehr. Reicht ja. Das ist geil. So, jetzt packt der Onkel das doch wieder rein. Jetzt muss man nur einer gucken und fühlen, weil muss ja nicht krabbelt hier. Warte, boah. Charlie, müssen wir aufpassen, dass die nicht rausflutscht wieder. Weil Charlie sollte führen. Da sind wieder drinstecken. Charlie führt immer am besten. Ich schieb die jetzt hier, kann ich die hier? Ne, jetzt ist hier der Dings drauf, jetzt passt die da nicht mehr durch. Weil ich finde Dings. Na, weil hier irgendwie noch schon die Schelle rumgemacht hat. Ja, dann schieb die weiter zu dir. Ja, die rastet ja da ein. So ungefähr, ne? Genau, jetzt ist sie drin. Schön. Guck mal, hier aber das ist wie beim letzten Mal, wo die nicht richtig drin war, Charlie, und wir gefahren sind. Als ich nee, da ist die Tripodenschelle auseinandergefallen. Achso. Oder ist da kaputt gegangen? Schelle. Also das Ding, das klappt ja mit mir zusammen hier drauf gleich. Alter, du fettes Schwein. Ich habe mich letztens gewogen, angeblich wiege ich 95 Kilo. Das ist doch nicht viel. Also doch, ich habe das immer 84 gewogen.
Mann, ich habe immer 61 Kilo gewogen. Ich muss vorstellen, ich knack die auch die 80, wo ich gar nicht so aussehe. Ja, 80. Bei mir knackt die 90, mein Junge. Ich weiß immer ja nicht, wo das herkommt. Ich bin doch ja nicht so dick. Das sind immer Samenstränge. Vielleicht vom Burger gefressen immer mit Conny und mir. Wie oft geht ihr denn Burger essen? Ne, wir machen immer selber Burger. Wenn es gut läuft, haue ich mir davon 4 Stück rein. Minimum 3, richtig? Ja. Dann wollen wir auch über 90 Kilo nicht wundern, ich weiß. Das kommt, das ist ja auch nicht jeden Tag oder so. Das ist, wenn das mal einmal in naja, sagt das nicht. Monaten kommt. Ja gut, was du natürlich zu Hause machst, weiß ich ja nicht. So, jetzt kann das hier zusammengesteckt werden. Ich muss ja dieses schwere Ungetüm mit der anderen zusammenfügen. Das muss ja erstmal aber die Passung finden, dass er zusammensteckt. Das ist ja nicht das Problem. Das kann man hochhalten und dann dreht einer nach vorne. Dann dreht sich die Antriebswelle und dann rutscht die Verzahnung von alleine drin. Soll ich da drehen? Warte, ich suche gerade schon mehr Bereich. Hier. Ja. Ich weiß mal nicht, wo ich mein Zeug überhin packe. Boah, gut geschmuckt. Endlich mal ein sauberes Getriebe von hier. So. Reißen wir erstmal einfach. Ich hab einen Käfer am Ohr. Wir müssen mal. Kannst du einen? Ich halte es jetzt. Easy. Achso, sind jetzt die ganzen Schrauben hier? Alle da verteilt. Nee, alle da ganz hinter dem Auto da. Mach mal hoch. Oh, du bist ein Witzbold, Alter. Mach mal hoch, sagt er. Du weißt wohl, die hast du hier schwer. Soll ich das hochdrücken? Ich hätte erstmal hinten noch die große Mutti aufgemacht. Wie das Ganze führt. Jetzt ist es zu spät. War das nicht die hier? Oh, wunderbar. Jetzt so knackt für mich wieder los. Zack, top, Alter. Erste Seite schon wieder fast komplett. Sprengringe fehlen. Ja? Ja nee, Splinte, so. Sprengringe müssen wir die alten erstmal wieder nehmen. Man, die kann ja auch mal sich da so eine Kartusche holen. Kartusche und so Sortiment. So eine Sortimentskiste beim Bauhaus. Wird er mal so umsonst kriegen da, oder? Nee. Als Mitarbeitergeschenk für die gute Mitarbeit. Irgendwie ist hier nichts mit anpassen, hier kann nicht sein. Die andere ist drin. Ich hab irgendwelches Gesocks im Ohr. Ja, ich hab's voll. Mein Polar ist es nicht. Drehst du das überhaupt da? Ja. In der 13er Schlitzel, Charlie. So. Ja, dann kannst du die unten auch erstmal ranstecken. So eigentlich rein theoretisch können wir die andere Seite schon wieder. Kann ich ja schon die Antriebswelle wieder hinstecken, dann kannst du schon links. Dann kann er da schon mal die Schrauben zumindest ansetzen und dann knallen wir nachher alles her. Alter, Kieber, das läuft dir, Junge! Weißt du? Ich sehe nachher schon zu McDonalds fahren. Ohne Kennzeichen. Das ist doch dein Problem. Mach's von deinem Ford ab. Das würden die, glaube ich, auch nicht mal mitkriegen. Ich krieg das hier nicht rein. Das Problem habe ich öfter schon. Andere Richtung, ja, so rum. Nein, zu dir. Ja, so. Ungefähr, sicher? Ja. Ganz sicher? Nee. Ich sehe das nicht. Das ist zum Arsch, ich muss auch heute noch da. Das ist meine schon wieder, wa? Es kann auch sein, dass das meine war. Oder beide. Oh, warte mal. Nee, meine filmt noch. Ja, meine ist schon gekackt. Alter, das gibt's nicht. Dieses ist zu heiß, dieses Wetter. Das sollte überhaupt nicht so eine scheiß knallige Sonne heute sein. Das regt mich richtig auf, ey. Ja, frag mich mal. Mann, ey. Das stand, im iPhone-Bericht schon den ganzen Tag Wolken bewölkt. Aber für 2 Stunden oder was war da ein bisschen Sonne? Ja, irgendwie, guck mal, überall sind Wolken. Ja, nur hier nicht. So, wir machen das hier mal weiter, Freunde. Wenn das fest ist, braucht ihr euch jetzt hier eine Stunde angucken. Genau. So, Kinder der Sonne und des Sommers. Die drei Gay-Triebe ist drinne. Das Gay-Triebe sitzt wieder, genau. Das muss man die Monsetten da noch festmachen. Und dann sind so Antriebswellen auch schon drin. Die Triebe müssen wir auch noch festmachen, oder war das schon fest? Das muss auch noch festgezogen werden. Die muss unten fest, da muss hier Freilauf muss noch ran und irgendwas war noch. Tachowelle. Und Tachowelle, genau. Und irgendein Kabel, was abgefallen ist bei mir. Massekabel. Ja, Massekabel, genau. So, das heißt, wir können demnächst die Räder rauftüdeln und Angelo ist immer noch motiviert und will noch den Motor einhängen. Ziel war es eigentlich, dass die Karre heute wieder läuft, aber jetzt ist schon, wie spät ist es eigentlich? Was war 16 Uhr? 16:30 Uhr?
Wird es jetzt schon sein, ja. Also wir tüdeln jetzt ja schon seit 3,5 Stunden dran rum. Wenn ihr so viel quatschen und mal Pause machen müsst. Ja, du rauchst doch hier ständig. Ja, und ich kann aber rauchen und arbeiten. Ja, ich nicht. Ich kann nur arbeiten und rauchen. Wer will diese ganzen Tüdelarbeiten jetzt machen, muss ja die Kamera hier nicht mitlaufen, weil Angelo seine überhitzt immer und dann kommt die Sonne wieder. Das heißt, wenn wir anfangen, den Motor reinzusetzen, dann sehen wir uns wieder. Genau. Weil ihr seht jetzt sowieso nicht viel. Tschüssi. So, Kinders, willkommen zurück. Im Paradies. Im Wartburg-Paradies. So, Antriebswelle beide drin, alles fest, alles raumfest. Jetzt kann er wieder auf seine Räder. Genau, jetzt kommt er wieder auf die Schuhe gestellt. Was? Ich sag, Wevor Klaus ist im Anflug, habe ich gesagt. Wo ist denn das Holzbrett, was ich hier vorhin hatte? Das ist hier unterm Getriebe. Ja, dann brauchen wir mal ein neues vielleicht. Das ist hier unterm Getriebe. Ein neues, Kinder? Haben wir nicht. Ja, doch, da hinten ist alles voll. Beweg dich selber, faules Rindvieh. Warte, kannst du das hier holen? Selber faules Rindvieh. Ich hab die doch. Hab hier schon weniger gemacht als ihr heute. Ah, schön. Merkst du was? Au, mein... Ich weiß nicht, wie du das auch mal genannt hast. Ich als Stadtjunge kenne das nicht. Distel! 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 Was ist das? Ja, hier, das pickerige, blättrige Ding. Ich weiß, was Ding. Das ist. Siehst du, der verarscht mich immer, der Typ. Du lässt dich verarschen. Das ist dein Problem. Distel. So, mein Freund. Kann ja keiner ahnen, dass der wirklich so ein Arsch ist und das mit mir macht? Das war das Falsche. Falsche hoch. Falsche ab, ja? Oder down? Nee, ab. Ja, guck mal, es bewegt sich. So, was ist hier vorbereitet? Nicht. Warum nicht deine alten Reifen? Auf meinen Reifen sind sie nichts. Dein Reifen hat ja auch keiner abgeschraubt. Oder sollten wir dies vielleicht tun? Hä? Oder sollten wir dies vielleicht tun? Was tun? Dein Reifen abschrauben. So, ich habe meinen Soll erfüllt hier. Bin fertig. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt das dreckige Werkzeug ohne Handschuhe anfasse. Das weiß ich auch nicht, meine Handschuhe ausgezogen. Warte, ich tüdel den Reifen auf. Dann tüdel mal. Ruh du dich mal aus, du musst ja noch den Motor tragen. Du warst so eine Scheibe, Alter. So, hast du da nicht eine Wette gehabt mit Nils? Muss er dir nicht noch irgendwas bezahlen? Eigentlich schon, fällt mir gerade ein. Wieso? Ja, die haben doch, wo sie ihn ausgebaut haben, sie ohne Wette gehabt. Mit Burger King essen. Dass Steven das nicht schafft, den da hinten in den Container zu tragen. Ich hab's aber geschafft. Echt? Ich glaube, wir waren plus minus null, weil sie mir geholfen haben, den scheiß Motor auszubauen. Ich weiß es nicht mehr, ich muss das Video nochmal angucken. Schulden sind Ehrenschulden. Na, schade, recht noch nicht. Wevor Klaus, walte deines Amtes. Alter, der gute Bär. Wevor Klaus. Ich habe versucht, für dich so ein Ding ranzukriegen, aber waren sie geizig leider. Für wem? Für Angelo. Warum für mich nicht? Weil wir zu dem Zeitpunkt keinen Kontakt hatten, glaube ich. Warum nicht? Weil du dich zurückgezogen hast. Weil ihr euch wieder lieb hattet. Jetzt habe ich mich mit Sean lieb. Jetzt habe ich ein neues Opfer gefunden. Ihr wisst schon, dass das für uns alle belastend werden könnte in Eisenach. Was? Mich nicht. Ich kann mich da auch entspannt zurücksetzen und zugucken. Zwischen euch und Sean? Wieso euch? Ihr redet von sich. Ich hab mit Sean kein Problem. Ich schon. Ich war nicht mal schuld an dem Getüdel da. Braucht man 17er hier. Steven mochte das nur nicht, dass er jetzt ihn gefunden hat, der jeden kontern kann. Ich kann jeder der Gruppe hinzufügen. Ja, das Schlimme ist ja, Marius hat es doch gesagt. Ich hatte damit gar nichts zu tun mit der Bauschau. Ich brauche was anderes. Ich füge dich einfach der Gruppe wieder hinzu. Hab ich die falsch rum raufgeschraubt? Nee. Warte, achso, hier, nee, wir hatten hier die lange 19er. Ich füge dich einfach der Gruppe wieder hinzu. Und dann nee, ich will das nicht. Lass das mal, Charlie. Doch, ich mach's einfach. Dann löscht er sich wieder. Ja. Das ist aber schön, dass das in WhatsApp gar nicht mehr anzeigt, ne? Vorher hat er es immer angezeigt, hat die Gruppe verlassen und jetzt zeigt das nicht mehr an. Muss er aber. Doch, bei mir schon. Nee, bei mir hat das nicht angezeigt. Nicht richtig geguckt. Nein, ich hab doch, weil Sean hat da kurz danach noch geantwortet. Da hab ich geguckt, wer noch drin ist, und dachte, ach guck mal, hier hat die Gruppe verlassen. Also, das stand aber nicht im Text.
Bei mir ist ja jetzt auch, dann habt ihr wahrscheinlich auch noch keine Updates gemacht. Dass das Abhörsymbol weiß ist jetzt? So. Nee, schwarz. Bei mir ist es weiß. Bei mir ist es schwarz und wenn es abgehört hast, ist es blau. Was ist mit die Splende? Bei mir ist es weiß. Ja, das machen wir, wenn er auf dem Boden steht, weil jetzt dreht sich ja dann alles mit. Mhm. Ja, bei mir ist es weiß, wenn ich das noch nicht gehört habe. Und wenn ich es abgehört habe, ist es blau. Oh, okay. So, Finger weg, Wevor Klaus waltet seines Amtes. Ist die Batterie leer. Ey, Hannelore hat wieder Räder. Also eins. Guck mal, drüben passt, da hat er schon ran. Echt? Ja, da liegt schon da höher. Warum ist das nicht? Hä? Das ist nicht gemacht. Kommt der da höher? Der andere Seite? Hat das Auto aber kurz angehoben. So eine Stadelarme. So eine Pommes-Piekser. Bin ich Max oder Nils? Pommes-Piekser. Können wir mal umsetzen? Karosse. So, Angelo, nimm mal die Kamera aus mit. Das stelle ich mir vor, wenn ihr sagt, dass ich morgen nochmal weg muss. Dann müssen wir jetzt durchziehen. Beschäftigt werden will. Hallo, was, Angelo? Ja, ja, komm ja schon. Nicht quatschen, arbeiten mit YouTube hier, du. Den YouTube mal, alle. Dann mach auch mal was. Ich YouTube wie verrückt hier die ganze Zeit. Kick den doch einfach weg, da den Wagen hier. Wie denn? Bist du doof? Linie treten, knack weg. Wie ist der Trabi? Ist mir. Was ist jetzt? Der Trabi ist mir einmal, der ist mir runtergefallen von dem einen Bock, ne? Ist das selber gebaut, das Ding hier? Ne, das ist dabei. Echt? Das ist im Lieferumfang enthalten. Wie mein Finger wohl aussieht, wenn ich den dazwischen mache? Ist das dann ein Arbeitsunfall? Ein bisschen bei dem Backpunkt. Aber dann sollte man die vielleicht vorher dann anschmeißen, dass die Batterie wirklich nur leer ist. So, Wevor Klaus, danke. Wer dieses Werkzeug haben möchte, ja, Angelo und ich haben ein Video dazu gemacht. Das findet ihr auf meinem Kanal. Oh, ich sehe auf den Fettsack hier. Und ja, könnt ihr euch das auch bestellen. Mit einem 5% Rabattcode sogar noch. Nicht viel, aber wenigstens ein bisschen. Genau, den Link findet ihr beim Zwotakt Berlin in deiner Beschreibung. Ja, yeah. So, das war's, Charlie. Hast du gut gemacht. Jetzt muss er festgezogen werden. Hast du noch nie gemacht? Ja, das Rad war ja noch nicht unten. Sehr schön. Sieht doch wieder aus wie ein halbes Auto. Hast du kein Radkreuz? Doch, war da noch ein Nagel. Das war original eingepackt. Ich wollte gerade sagen, noch ein neues eingepackt. Ich hab auch sogar noch einen Drehmomentschlüssel irgendwo. Oh nee, der lässt uns erstmal mit dem Handwerkzeug arbeiten. Ich hab doch auch mit dem Werkzeug gerade festgezogen. Willst du den Radschlüssel anschauen? Nee, jetzt auch nicht mehr. Weißt du, ich habe letztens Angelo ein Video geschickt. Welcher Idiot zieht denn Radmuttern oder löst Radmuttern mit der Ratsche, wo das alles abgebrochen ist? Der macht das auch hier gerade. Hey, nimm doch das scheiß Radkreuz. Also habe ich das ja mal geholt. Ja, jetzt ist er fest. Sicher. So, jetzt ja, müssen wir los auch hier die Kronenmuttern. So, ich dachte, du brauchst den richtigen. Pass auf, und dann schalten wir einmal und dann knallt es da drin. Dann ist das auch kaputt. Nö, na, Öl muss noch rinnen. Da ist ein großer Schluck drin. Naja, aber wir haben hier noch unsere Ruhe. Zu Ostzeiten, wenn du in so einem Waschbetonplattenbau gewohnt hast, dann warst du in den Garagenkomplex, da hat es keine 10 Minuten gedauert, da stand der halbe Block da. Oh, was da? Was immer dumm. Ich brauche mal einen neuen Akku. So, meine Freunde, unsere Freunde. Das ist eine Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie ich hinfilme, ich habe mein Display aus dem. Ja, das ist schlecht. Wir bauen jetzt heute doch nicht mehr den Motor ein, das wird alles zu spät. Haben es noch länger gebraucht. Genau, weil wir immer zu viel dusselig quatschen, anstatt arbeiten. Aber wie gesagt, Getriebe ist drin, alles ist angeschlossen. Wir können jetzt wieder rollen, Räder sind dran. Genau, das haben wir schon gemacht hier. Habt ihr ja noch gesehen. Und dann schieben wir den jetzt wieder rein, räumen jetzt zusammen, aufräumen, dort auch schon mal eine halbe Stunde hier. Und dann ist aber nicht schlimm, dann habt ihr einen zweiten Teil, dritten Teil, wie auch immer. Und fünften, zehnten Teil. Wie wir denn den. Charlie, mit Sonne mit drauf hier. Den Motorklaus da hinhängen. Und dann machen wir das in zwei Wochen spätestens dann weiter. Genau, so der Plan. War schön, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Spaß gemacht. Denkt daran, liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Ja, das hast du gut auswendig gelernt. Schon. Das schreibe ich auch immer meinen Text unten drunter. Ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Charlie, irgendwie noch ein Wort zum Sonntag hier? Hallo. Willst du noch mal was sagen? Nee, mir fällt nichts ein. Na, schade. Der muss ja ein Werkzeug putzen. Der ist mit Putzen beschäftigt. Also vielen Dank auch an euch beiden nochmal für die Hilfe. Auch hier, da ist er noch, der Allerechte. Genau, na klar. Und der andere Allerechte. Und die beiden werdet natürlich nicht möglich gewesen. Wie immer. Ja, ich habe nie was anderes behauptet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Genau. Euer
Euer hört sich doof an. Eure Zweitaktfabrik und euer Zweitakt-Berliner. Genau. Wiederschauen und reingehauen. Macht's gut.